falsche Seite, falsche Seite, falsche Seite. Oh mein Gott. Gut. Du bist so schnell gekommen. Probieren, ruhig sitzen. Wie viele von der Gen Z bin ich komplett hobbylos und auf der Suche nach einem neuen Hobby. Weil ich mega Schiss habe vor Ross und auch finde, Reiten ist ein mega elitärer Sport, hat die Redaktion gefunden, setzen wir Lisa auf ein Ross. Yeah. Und genau das mache ich heute. Ich treffe mich mit der Vivian, sie ist Westernreiterin, und erklärt mir, wie man auf so einem Ross hocken bleibt, so die ganzen Basics, damit ich nicht runterfalle. Und am Schluss stellt sie mir auch noch eine Challenge, und zwar das sogenannte Spinning. Ich habe keine Ahnung, was es ist, und gehe es jetzt herausfinden. Hey, wish me luck, pray for me. Westernreiten kommt aus Amerika, und was heute ein Sport ist, war früher eine Arbeitsweise zum Rinderhüten von den Cowboys. Darum auch heute noch der Kleidungsstil inklusive Cowboyhut. Der grösste Unterschied vom Western zum klassischen Reitstil ist die Art, wie man am Ross Impuls gibt und sagt, was man von ihm will. Beim Westernreiten sind es kurze Impulse am lockeren Zügel, beim klassischen hat man Zügel enger und durch das engere und permanentere Impulse. In der Schweiz gibt es 12 Western-Reitgruppen in allen Regionen, die auch Kurs und Stammtisch organisieren. Hi, Vivi! Hallo! Vivi, freut mich! Ich bin Lisa. Hi. Und du so? Das ist der Cody. Hi, Cody. Er ist schon ein bisschen skeptisch, nicht nur ich, oder? Hatte ich das nur das Gefühl? Er übernimmt, glaube ich, eher so ein bisschen deine Skepsis. Er übernimmt, also, ja, ja. So. Also, kannst du wirklich... Cody, ich bin nicht skeptisch. Du? Du hast gesagt, ich darf heute zu dir kommen und lernen reiten. Genau. Und jetzt muss ich aber zuerst mal von dir wissen, also, wie bist du zum Reiten gekommen? Hey, ich weiss nicht, ich bin absolut nicht aus einer Reiterfamilie. Die Stadt Zürich gross geworden. Und irgendwie von klein auf kann ich immer aufs Ross wollen. Ich habe zum Glück das Glück gehabt, dass meine Familie mir das ermöglicht hat. Also bist du so ein Pferdemädchen? Ja, ich glaube schon. Ja, ich wirklich. Ich glaube, ich bin wirklich so eine. Also ich glaube, mit 4 Jahren oder so bin ich das erste Mal aufs Ross und ab dort ist es passiert. Genau. Und dann hast du Pferdefachfrau gemacht? Dann habe ich Pferdefachfrau gelernt. Das ist eine 3-jährige EFZ-Lehre. Mhm. Also früher hat es Berita geheissen, jetzt ist es Pferdefachfrau. Also du schaffst seit deiner Ausbildung als Pferdefachfrau? Genau, als selbstständige mobile Trainerin. Ich bin komplett neu. Mhm. Das heisst, ich muss jetzt auch mal wissen, was gehört alles dazu. Was macht man jetzt da, bevor man... Ich kann jetzt nicht einfach aufsetzen, oder? Genau. Das heisst, wir machen jetzt... Also in der Regel, wenn du in den Stall kommst, oder? Genau, darum das habe ich gerade schon mal schnell angefangen. Müssen wir mal schnell durchbürsten, dass es einfach sauber ist, weil dort, wo das Material drauf kommt, dass kein Dreck mehr drunter ist. Und dann würden wir ihn satteln. So immer. Und dann können wir nachher reiten. Was ist der Cody für ein Ross und wieso ist er gut für mich, um mir jetzt da meine ersten Anfänge in meinem neuen Hobby machen? Also, der Cody ist ein 17-jähriger Quarter, also ein American Quarter Horse. Das ist wirklich so die Rasse, die für das Westernreiten gezüchtet ist. Und er ist ein sogenannter Reiner, das heisst, er ist vor allem für den Reiningssport gezüchtet. Was ist das? Reining ist so das, was du dann heute Ziel wärst, das, wo man die schnellen Zirkel macht, die Sliding Stops, wo sie so rutschen, und das schnelle Drehen, Spinnen. Das ist heute Ziel? Nicht alles. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Genau. Aber er ist auch früher oft in die Reitschule gesetzt worden, neben dem Sport. Und darum ist er wirklich eigentlich, glaube ich, so ein ideal. Das ist ein gutes Anfängerross. Gutes Anfängerross. Ja, bist nachsichtig mit mir. Genau. Nein, er ist wirklich okay. Sehr ein Netzross. Also zum Hufeskratzen kannst du mit der Hand über das Bein runterfahren. Und dann geht das eigentlich schon fast von selber. Und dann stehst du parallel zum Ross. Jetzt haben wir es gut daneben. Und dann hier in der Mitte, jetzt der Strahl, dort musst du aufpassen. Du kannst aber mit dem spitzigen Haken wirklich... Weil das ist eigentlich, das Huf ist wie Horn, also wie unsere Fingernägel. Das spürt er nicht. Nur das hier in der Mitte, das ist sozusagen lebendig, dort spürt das besser. Genau, und das geht wirklich darum, dass die Steine draußen sind und so. Und dann langsam runterlassen. Beim Hinten? Das ist mein absoluter Albtraum. Okay, Cody? Genau. Das ist schlimmer für mich als für dich, glaub mir. Runterfahren? Ja, genau. Du kannst ihn so umheben. Genau. Ja. Der du kannst wirklich Druck machen. Passiert nichts. Ist jetzt alles draus? Das ist draus. Tipptopp. Und dann kannst du langsam loslassen. Genau. Gut. Okay. Ein bisschen Zitterung im Bein gerade. Gibt es Möglichkeiten, um das einigermaßen kostengünstig zu machen? Oder ist es halt wirklich so, dass man viel Geld in die Hand nehmen muss? Also Geld muss man in dem Moment in die Hand, wo man ein eigenes Ross hat. Das kostet natürlich schon relativ viel. Gruppenreitstunden sind immer billiger als privat.
Oder es gibt also die Variante von der Reitbeteiligung, sagt man dann. Dass man zum Beispiel die Reitbeteiligung ist von einem Ross, das jemand anderem gehört, und dann geht man 2-3 Mal im Monat. Da zahlt man meistens so zwischen 100 oder maximal 200 Franken im Monat. Okay. Was befestigst du jetzt an seinen Beinen? Hey, das ist ein Beinschutz, das sind Gamaschen, heissen die. Gamaschen. Das ist einfach für das Verletzungsrisiko, dass wenn er irgendwie mal bei den schnellen Drehungen, dass er, wenn er sich streift, dass er sich nicht selber verletzt, das schützt seine Beine. Okay, dann sind wir jetzt fertig. Wir sind ready. Jetzt kommen wir auf den Reitplatz. Also. Kannst du ihn mitnehmen? Ja. Nur an dem? Genau, jetzt kannst du einfach loslaufen und dann kommt er mit. Genau. Ups, ups, ups. Oh, so gut! Du machst es denn gut, du machst es viel besser als ich. Viel besser. Ready? Ich bin ready. Dann kannst du aufs Böckchen drauf. Und dann kannst du mit der linken Hand die Zügel heben. Und mit der rechten Hand kannst du den Stab. Und jetzt kannst du mit dem linken Fuß in den Steigbügel rein. Und dann kannst du es abdrücken und das rechte Bein schön gestreckt drüber schwingen. Und dann langsam absitzen. Ja, genau. Dort heben. Dann hebt. Genau, hebt. 1, 2, 3, gestreckt drüber, langsam absitzen. Super. Und dann kannst du einen Stiefel rein. Genau. Das schmeckt wie ein Kamel. Jetzt muss ich Sicherheit ausstrahlen. Genau. Schnaufen. Er kennt jetzt zum Anlaufen, bevor wir schnalzen. Also, genau. Gut. Und dann kannst du mit den Beinen so ein bisschen klöpfeln. Gleichzeitig? Gleichzeitig. Okay. Ja? Ja, genau. Ja. Juhu. Hüppi, hey. Zum Anhalten kannst du die Fersen runterdrücken, Gesäßbacken so ein bisschen zusammenkneifen und Ho sagen. Ho. Genau. Und wenn er still steht, alles entspannen. Sonst geht es nachher rückwärts. Oh. Genau. Okay. Los vorne. Gut. Wie fühlst du dich? Es macht Spass bis jetzt. Bis jetzt? Ja, so gemütlich ist es noch schön. Genau. Einfach locker mit und probieren, so dass du auf deinen Sitzbeinhöcker hineinsitzt, die zwei Knöchel, die du spürst. Genau. So ein bisschen oben aufrichten, das Bein hängen lassen. Gut. Bin ich talentiert? Sie sagt nichts. Ich sage mal nichts. Wir schauen mal. Aber ist gut. Jetzt. Politisch. Ja, und jetzt kannst du vorne ein bisschen annehmen, genau, bis er kommt. Oh ja, genau. So gut, und wenn du willst, anhalten, musst du einfach alles entspannen. Ja. Bravo. Genau. Jö. Yeah. Er versteht sogar so voll meine Amateur. Aber der hört einfach auf dich, gell? Nein, ich habe ihm nicht geholfen. Okay. Nein, er probiert dich zu verstehen. Okay. Gut, gut. Gehst du nochmal vorwärts? Nochmal loslaufen. In Bewegung. Gut, und jetzt ein bisschen dort rüber schauen. Oh, falsche Seite. Gut. Tut mir leid. Also. Klopfen. Ist das gut? Ja, genau. Aber zurück. Du bist in zu krasse Kurve. Entschuldigung. Ist verwirrend, gell? Lauf noch mal an und dann komm wieder. Ja, genau. Und probier nicht das zweite Bein wegzulegen, sondern einfach hängen lassen. Ah, okay. Also wir gehen jetzt in Galopp, oder? Genau. Ich habe dich jetzt an die Loge gehängt, damit ich so ein bisschen die Steuerung für dich übernehme und dich ein bisschen helfen, damit wir das erste Mal galoppieren können. Hey, also das erste Mal. Die schnellste gegangen. Wir machen es mehrmals. Dann hast du es hinter dir. Gut, also. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl, Karite ist mega etwas halt so bougie, elitärs, und wir alle so classy sind, aber ich finde es mega gemütlich hier. Du bist mega nett. Du bist voll nicht arrogant. Nein, ich glaube, das ist auch nicht. Also ich glaube, das wirkt man vielleicht schneller, so blöd gesagt, vom höheren Ross oben runter. Aber das sind alles ganz normale Menschen. Ja. Also es sieht halt immer so elegant und edel aus, oder? Und so. Ich glaube, das ist es innen. Ja. Die Wirkung nach außen. Nicht. Aber ja. Tun ihr nach dem Reiten auch noch so ein Bierchen zischen zusammen? Oder? Ah ja. Okay. Ja. Also, da gibt's, also das Zusammensein gehört schon sehr dazu. Okay. Auch an den Turnieren. Wichtig ist, dass du nicht klemmst. Das probierst wirklich locker mitzugehen. Du darfst dich heben, so fest wie du willst. Wenn du dich unwohl fühlst, wenn etwas ist, dann müssen wir jederzeit anhalten. Jawohl! Gut, jetzt locker mitgehen. Genau, sehr gut. Oh mein Gott.
Gut. Du bist so schnell gekommen. Ruhig sitzen, das Bein ruhig, schön mitgehen in der Bewegung. Und wenn du dich wohlfühlst, dann kannst du die rechte Hand hören. Du darfst dich aber auch heben. Ich weiß es nicht. Jawohl, und jetzt kannst du dann auch... Kannst du dann auch führen, neben die anderen nehmen. Gut, wieder heben. Ruhig sitzen, gut. Je nach Bremse, einen Schritt. Gut. Und entspannen. Das Bein wieder ein bisschen hinten nehmen. Gut. Cody. Und? Ja, schon krass. Also ich hätte schon gerne so ein bisschen, weißt, so die Hand vorne genommen, so Cowboy-Moves. Aber ich habe das Gefühl, ich rutsche gerade direkt aus dem Sattel, wenn ich das machen würde. Bravo. Bravo, Schatz. Du Turnierreiter und jetzt musst du mit so einer Amateurin da. Du denkst dir ja auch, aber dafür kommst du ins Fernsehen. Hä? Wir machen dich das nicht. Das ist super, das ist nicht so streng, was ich muss. Ja. Gut. Also. Also, ich glaube, dann bist du langsam ready für die Challenge, oder? Mhm, I guess. Was ist meine Challenge genau? Die Challenge wäre, dass du spinnen könntest. Mhm. Spinnen sind die schnellen Drehungen auf der Hinterhand. Die macht man will? Die macht man will. Das kommt eigentlich früher oder aus dem Kuhtreiben und so weiter. Muss das Ross schnell reagieren. Ja. Und aus dem heraus ist eigentlich die Sportversion gekommen, wo man mehrere Drehungen macht. Okay. Die gibt es auch in verschiedenen Geschwindigkeiten? Genau, das kann man von ganz langsam, dann redet man von einer Hinterhandwendung, bis zu sehr schnell, dass Ross vorne eigentlich eine Trabbewegung hat, dann redest du vom Spinnen. Ah, oh, also es ist erst Spinnen, wenn es vorne... Wenn es schnell ist. Aber zählt bei mir auch... eine Hinterhaufdrehung. Okay, gut, ja, ich bin ready, I guess. Wenn du es sagst. Das rechte Bein auf und jetzt das linke Bein dran, zurücksitzen und dort so ein bisschen anfangen zu treiben. Dran sitzen bleiben, nicht zu fest Kanten geben. Genau. Jetzt das Bein, musst du schauen, dass du das Bein so ein bisschen hinten dran hast. Okay. Beide Hände nach rechts. Schau, dass du gerade bleibst im Oberkörper, dass du dich nicht verdrehst, sondern wirklich parallel bist. Ja. Tim. Und ein bisschen nach rechts sitzen. Das kippst du. Okay, jetzt machen wir noch das Kreisli. Die Hände ein bisschen zurück. Also ein bisschen zu mir. Richtung inneren Hosensack vom Gefühl her. Ja, ja. Und jetzt kannst du links so ein bisschen klöpfeln und dann das Bein öffnen. Und eigentlich dann, wenn er dreht, dann hörst du auf klöpfeln und lässt ihn drehen. Ja? Okay. Ja? Gut? Gut. Und zum Anhalten, das rechte Bein schliessen, das, was du wegstreckst. Und sagen die Hände mit. Gut. Ui, dir wird nicht trümmelig. Habe ich es geschafft? Ist eine Hinterhandwendung mit etwas mehr Tempo. Also am Schluss hast du gedreht. Ja. Am Schluss habe ich gedreht. Am Schluss hast du gedreht. Könntest du es noch mal probieren? Mhm. Und dann können wir probieren, ein bisschen Tempo aufzubauen. Also, über, hä? Genau. Dann hier, so. Klopfen und öffnen. Das rechte. Ja! Ja! Bleib drinnen sitzen. Gut! Gut! Und das Bein schliessen. Oh. Oh. Jawohl! Das war ein Spin. Ja. Gut! Trümmelig? Ja, bitte! Aber es ist noch gut, weil ich auf seinen Hals schaue. Irgendwie. Dann... Hast du etwas, das nicht mitbewegt? Ja, das ist ja so. Hey, gut, Challenge verstanden. Ja! Wuhu, Cody! We did it! Und jetzt lernen, führen und jetzt Bein hinten drüber stricken. Ja, genau. Und jetzt kannst du als Ross herlernen. Und langsam aber. Gut! Cody! Sorry für den. Okay, ich habe mein Bestmögliche probiert. Wie habe ich mich angestellt? Hey, wirklich gut. Und ungelogen. Wirklich? Also, wirklich. Weil das erste Mal bei der ersten Einheit alle Gangarten, das hat also lange nicht jeder. Also das hast du wirklich, wirklich gut angestellt. Okay. Mhm. Also ich muss sagen, ich fühle mich auch wirklich sicher. Das hat sicher zum einen an dir gelegen. Aber auch Cody ist ein mega cooles Ross. Ja. Mega herzig so. Ja. Meine Angst hat sich verkleinert. Ich müsste jetzt nicht direkt ein anderes Ross reiten. Aber für den Moment mit dem Cody bin ich jetzt Homie. Und ich glaube im Fall, dass ich tatsächlich es wieder mal machen werde. So. Sehr gut. Ich hatte Spass gehabt. Aber ich habe keine Ahnung, wie es mir morgen geht. Es geht schon alles weh. Ich habe recht Muskelkater. Reiten ist aber gar nicht mal so nur für die elitären, coolen, reichen Klassenleute, sondern auch für mich habe ich gemerkt, ich werde es wieder mal machen. Je nachdem, wie es mir morgen geht. Wirklich keine Ahnung. Mir tut jetzt schon alles weh.
6 Stunden später. Ich kann nur schon sagen, ich komme morgen nicht ins Büro, weil ich gerade versuche, von der Stube aufs WC zu laufen, nach etwa 4 Stunden. Und mir tut alles weh. Alles. Oh mein Gott, mir tut alles weh. Meine Adduktoren, mein Rücken, meine Arme, meine Unterarme, mein Nacken. What is this? What is this sport?